Hi, hier ist die Jen und mein heutiges Mittwochsvideo ist nur mein kleiner Nachtrag zu meinem Homo-E-Video von letzter Woche. Und zwar wollte ich noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich wollte nicht das alles jetzt total negativ rüberbringen und nur rumjammern. Ich wollte eigentlich nur so die Fakten mal auflisten und klar ist so der Schlusstenor, dass es ja alles scheiße ist. Aber im Grunde genommen hat Cassandra mit ihrem Video zum Beispiel auch recht, das Video von gestern. Da sagt sie nämlich, wieso jammern wir so viel rum? Eigentlich können wir doch froh sein, in der heutigen Zeit als Homosexuelle zu leben und stolz darauf sein, was wir alle schon erreicht haben oder was die Generation vor uns schon erreicht haben. Und also, da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Also, so weit wie wir jetzt eben schon sind mit den ganzen Gesetzen oder der Stellung in der Gesellschaft und dass wir schon offen leben können hier, vor allem, also auch in Deutschland, natürlich noch nicht in allen Ländern. Also das ist schon natürlich echt gut. Und genauso ist es ja auch bei der Homo-Ehe, dass es einfach nach und nach besser wird als die Homo-Ehe als die eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland vor 10 Jahren, 2001, eingeführt wurde. Da war noch viel weniger an den Gesetzen also erreicht, so wie jetzt. Also es hat sich nach und nach hat sich immer mehr geändert. Und zum Beispiel muss ich auch schon wieder eine Sache von meinem letzten Video korrigieren. Und zwar habe ich gesagt, dass beim Erbrecht das nämlich so ist, dass wir zwar den gleichen Freibetrag haben, aber dass wir dann in einer anderen Erbschaftssteuerklasse sind. Ich meine, okay, 500.000 Euro, das ist ja dieser Freibetrag, das ist schon echt viel Geld. Also natürlich werden die meisten vielleicht da nicht so reinfallen, keine Ahnung. Aber wenn man dann drüber ist, hätte man also auf jeden Fall vorher noch mehr Steuern bezahlen müssen als ein Heteropaar. Aber seit letzter Woche hat sich das nämlich geändert und angeglichen und das ist auch alles komplett gleich. Also wir sind in der gleichen Erbschaftssteuerklasse wie ein Hetero-Ehe. Ja, das ist doch schon mal cool, ne? Und also wie gesagt, das so und so geht das einfach immer weiter und weiter und wer weiß, vielleicht kommt nächste Woche schon die Meldung, dass es das Steuerrecht auch total angeglichen hat. Man weiß es natürlich nicht. Also ich denke aber, dass wir schon jetzt so gut dabei sind und es sicherlich nach und nach jetzt immer mehr Sachen sich anpassen und dass das auch gar nicht mehr so lange dauern wird. Hoffe ich einfach mal. Ja. Ja. Das war es auch eigentlich schon von mir. An dieser Stelle wirklich nur ein kurzes Video. Ich denke mal, nächste Woche gibt es wieder was Längeres und was Lustiges, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich will noch nicht so viel versprechen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.